Die Frage, die man sich stellen sollte, ist eigentlich, wie viel Scheiß muss ich dir noch träumen lassen, bis dir auffällt, dass da irgendwas im Argen liegt? Das selber Denken ist nicht gefragt. Ich will jetzt nicht zu viel wiederholen, weil die letzten Selbstgespräche haben es extrem in sich, wenn man sich die Zeit nimmt, die mehrere Male anzuhören. Das Grundprinzip, das man verstehen muss, ist immer, wer ist schuld? Die Frage nach wer ist schuld, ist immer die Frage nach wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Und das ist eine Kategorie 3 Frage, die kannst du dir sofort beantworten, ich, weil ich denke mir das jetzt aus. Das Einzige, um was sich alles dreht, ist, bist du selbst. Ich erkläre jetzt das dem Geist, wie ich das immer anfange. Das ist nämlich das wichtigste Unterschied zu allem, was du jemals gehört hast. Ich erkläre das, was ich erkläre, nur, einzig nur dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Was du bei dem Wort mich denkst, kannst du ja einfach beobachten. Schaue. Du schaust einfach deine Gedanken an, den ständigen Wechsel deiner Gedanken. Deine Informationen und dazu gehören auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Da sind wir mehr als reichlich drauf eingegangen. Und was jetzt sehr, sehr wichtig ist, kannst du das, was du glaubst, beschwören? Verändert sich an dir etwas, wenn sich deine Informationen verändern? Und da mache ich jetzt dieses dir, wissen wir, und da kommt das schöne Geheimnis meiner Vatersprache, wenn wir das uns jetzt anschauen. Wenn wir das hebraisieren, das heißt nämlich zum einen dieses DIR in Zahlen, ich erzähle dir ja etwas, ist das 4, 10, 200 geschrieben. Und wenn wir das jetzt, wie im Hebräischen üblich, von rechts nach links hinschreiben und du schaust es in ein Wörterbuch nach, ist es zum einen ein Mieter, das ist das Blau gelesen und der Wohnungsinhaber rot gelesen. Genau. Und du bist der Wohnungsinhaber und diese Wohnung, in der du wohnst, ist dein eigener roter Kopf, dein Intellekt. Da bist du das Zentrum. Das ist der Wohnungsinhaber. Und die Peripherie, die du um dich herum ausdenkst, das sind deine Informationen. Und du wirst jetzt feststellen, wenn ich das immer wieder wiederhole, dass da ein eigenartiges Spiel ist, immer zwischen zwei Seiten, die ich rot und blau nenne. Und dieses Rote steht für das Immersein, den ich denkbare, den ewigen Geist. Schlichtweg ein träumender Geist, den wir uns jetzt natürlich ausdenken, ein Denker, den wir uns jetzt natürlich ausdenken und dazugehörig die Welt seiner Informationen. In der Bibel heißt es schlichtweg und einfach Adam. Adam ist Seger, wenig Haber, das wird übersetzt männlich und weiblich. Eigentlich heißt es ein Gedenken, ein Geist, der zum Denken anfängt und DN heißt Urteilen und Ken heißt Fundament, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Tausendfach darauf eingegangen und jetzt, um was sich alles dreht, das bist du. Genau genommen sind es wir, weil wir zwei sind, die eins sind. Und das klingt so unendlich verwirrend, bis man das Prinzip der 4x verstanden hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du setzt dich hin und geh nochmal diesen Gedankengang mit, alles, was ich mit Holofeeling erkläre, ist hundertprozentig sicher und kann sofort von jedem Kind mit einem Minimalintellekt überprüft werden, hundertprozentig de facto überprüft werden, auch empirisch. Holofeeling, ich wiederhole, ist die einzige Lehre, die dich nicht zwingt, irgendetwas zu glauben, was du nur vom Hörensagen kennst, was du geistlos nachäffst. Und ein schönes Beispiel ist es jetzt mit dem Zeitungsausschnitt. Egal welchen Medienbericht du jetzt folgst, ein Zeitungsausschnitt oder Worte in den Nachrichten, du wirst diese Worte interpretieren und du wirst aufgrund dieser Worte dir Vorstellungen aufbauen. Und diese Vorstellungen, die du aufbaust, sind extrem subjektiv von deinem Intellekt geprägt und dieser Intellekt, den du zum Denken benutzt, was ich Schwamm in handelte, den konntest du dir nicht im geringsten raussuchen. Das heißt, du kannst aber als bewusster Geist ständig beobachten, was jetzt da ist. Das ist der eigentliche Schlüssel dieses Cut. Das ist der einzige Weg in die Freiheit. Das heißt, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was jetzt da ist. Da steige ich jetzt nicht nochmal drauf ein, hör dir einfach die letzten 4, 5 Selbstgespräche sehr intensiv an. Einmal hören reicht nicht, das sage ich dir gleich. Und wenn du mich sprechen hörst, es geht mir, ich will auch nicht drohen, du wirst sehen, wo dich das hinführt. Du bist der Typ, der den Joystick in der Hand hat. Deine Urteile werden deine Zukunft bestimmen. Es ist auch nicht nötig, dass du irgendeinem Menschen, den du dir jetzt denkst, irgendwie was erklärst, bei jedem Menschen, den du jetzt dir ausdenkst, inklusive der, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst, und dann kriegst du dieses sinnlich wahrgenommene Gefühl eines Körpers.
eines Trockennasenaffenkälbers. Dieses Gefühl existiert auch nur, wenn du es denkst. Du wirst feststellen, dass deine Information sich ständig verändert und du nur deine eigenen selbst erschaffenen Informationen erlebst. Und jetzt kommen wir mit ins Spiel, ob wir jetzt sagen, und das kurz, dass wir jetzt etwas tiefer gehen, Impfbefürworter, Impfgegner, Russlandbefürworter oder Russlandgegner, dementsprechend gespiegelt Westen, Amerika, NATO-Befürworter oder NATO-Gegner. Es reißt dich in Stücke, weil du die ganze Zeit aus den Augen verlierst. Ist der Henkel rechts oder ist er links? Das haben wir tausendmal durchgespielt. Du vergisst es immer und immer wieder. Und wenn ich jetzt ganz definitiv sage, und wir schauen uns das heutige Update an, wir gehen da ganz, ganz kurz rein. Das Dahlen habe ich ja schon übertragen. Da kommt jetzt hier, das ist jetzt nur von ihr weit gesetzt. Dieses Update heißt, die Rede des göttlichen Anklägers. An alle, die den angeblich öffentlich Rechten, ich lese das, das Blaue, tatsächlich jedoch verlogenen linken Lügen, linkisch bedeutet umgedreht und unwissend, der westlichen linken Medien unwidersprochen ihren Glauben schenken. Dazu gehört jeder, der hier schlichtweg und einfach nur eine einseitige Aussage nachhilft. Schlichtweg in einem gewissen Maß ist es der Fall, sobald du einfach blind was nachhilfst. Das geht auch um Physik und Mathematik. Ich sage, diese Autoritätshörigkeit, dass du alles einfach nur nachhilfst, was du aus Zeitungen und Medien kennst. Und jetzt gilt wieder dieser Satz, egal was du mir als Beweis zeigst, welches Buch, welche Internetseite, ich zeige dir 1000 Internetseiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Und das Schöne bei Holofeeling ist, du musst dich in keinster Weise für eine dieser verschiedenen Perspektiven entscheiden. Das ist dein Problem, das du zurzeit machst, sondern du musst die synthetisieren. Das heißt also, rein von der Sprache her bedeutet das Rechte, das Richtige, Dick ist der Mittelpunkt, Dick. Der Geist Gottes im Hebräischen, Dok, Unterform von Dok ist E-Quadrat, das sind wir zwei. Ja. Ich nenne das immer der vom Bücherregal und der zum Lesen anfängt. Das heißt, es entspricht dem rechten Gesetz Gottes. Das ist das Rechte. Wie ich immer wieder betone, der rechtsradikale Nationalsozialist heißt einfach die rechte Radix, die richtige Wurzel für die Geburt der Brüderlichkeit. Genau. Es ist nichts Negatives. Das kann man natürlich entheiligen, indem man da einseitigen Fanatismus draus macht. Den hat es durchaus gegeben. Aber was ist jetzt die tatsächlich verlogenen linken Lügner, die sich die rechten öffentlichen Anstalten nennen, aber so gegen rechts wettern, dass bloß noch so kracht? Merkst du den Kleinen? Die rechten Anstalten, die rechten öffentlichen Anstalten wettern gegen rechts, weil sie linke Lügen verbreiten. Eine Lüge ist immer eine Einseitigkeit und das Wort Ü und O kannst du austauschen. Alles, was dir logisch erscheint, es ist logisch, das sind Lügen, weil das einseitig ist. Ja. Das Wort links kommt von linkisch, das ist das umgedrehte Rechte. Und jetzt ist es also so, dass ich bringe dann einige Beispiele dazu. Ich gehe jetzt hier nur ganz kurz, wenn man das mit Ruhe macht, das ist immer die Wurzel der Sprache. Wir haben einmal das hebräische Wort für Satan. Und das heißt Ankläger. Und ich nenne das, das ist eigentlich der Staatsanwalt Gottes. Dieser Begriff Satan als Ding an sich, übrigens Dämon habe ich hier gemacht. Dämon, was löst das Wort Dämon in dir aus? Ich kann dich nur darauf hinweisen, recherchiere dieses griechische Wort Dämon. Das ist eigentlich ein Gott, ein Schöpfergott, eine Schicksalsmacht. Einer, der das Schicksal bestimmt. Das ist eigentlich nichts Negatives. Ja. Und da kommt jetzt die Anklage. Ich klage dich an. Und das kannst du ja dann selber durchlesen, da muss ich nicht drauf eingehen. Und jetzt habe ich hier nochmal einen Startpunkt von 1943, das ist unser göttlicher Spiegel, der göttliche Spiegel. Und die 43 wissen wir, ist der Magier. Einfach vorhergehende Selbstgespräche aufbauen. Und da haben wir jetzt hier wieder dieses Wieder-GE-Quadrat, das ist ein doppelt aufgespanntes Innen, zu Kräfte kommen, die Kräfte konzentrieren. Und dieses Strafgericht, auch die 1943, ist das Strafgericht Gottes. Und jetzt schauen wir uns diese Rede von dem Putin an, Beitritt neuer Gebiete in Russland, der beginnt, Gott zu zitieren. Das ist jetzt eine Rede, das ist natürlich alles Lüge und alles und so weiter. Es wird für dich so sein, es geht einmal nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, du hörst einfach einmal an. Was soll mir, das ist es mir, das russische Wort für Frieden, das sagen?
Er will Frieden, er hat auch nie was anderes gewollt. Wenn du irgendeinen Bericht in deiner linken Presse, in der westlichen Presse hörst über Putin, ist das ein Kriegstreiber, der ist böse, und wenn du das nicht mitsprichst, wirst du geächtet von deinen Mitmenschen, die hier an diesem Geschwätz hängen. Und jetzt ist es Geros, wissen wir, ist Jesus. Das ist das Wort Russisch, Russia, Rossia. Das heißt hier der kleine Gott und Gott. Und Rosch heißt der Kopf, das ist der rote Kopf. Einfach die vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Du bist in einer Märchengeschichte. Deine Traumwelt ist eine Märchenwelt mit unendlich vielen Symbolen. Da habe ich jetzt ganz kurz den Hiob reingestellt. Wenn man den liest, der kriegt eigentlich von Gott den Auftrag, den Hiob zum Testen. Ich sage jetzt wieder, ich habe auch welche losgeschickt, dich zu testen. Zum Beispiel einen Putin. Ist nur eine Figur in deinem Traum. Was ist der Putin jetzt? Gedanke. Da geht jetzt für diese Rede, er spricht hier, ich habe nochmal dran gehängt, ein Auszug von einer Multipolarität. Pol, Poal ist Tun, Machen, Handeln eines Ariers, eines Ari. Und was er tut, er gleicht aus, er hält das Ganze, er bringt das Ganze in Balance, in Gleichgewicht. Wenn du das machst, dann hast du Recht, dann bist du im Recht, dann wirst du Recht haben. Und nicht auf irgendeine andere Art und Weise. So, und jetzt tue ich ganz kurz da nochmal zurückschalten. Ich muss es dann nochmal einschalten. Dass hier diese Beispiele, wo ich bringe, sind hundertprozentig sicher. Das heißt, wenn wir jetzt einen Zeitungsbericht nehmen, ich wiederhole nochmal von dem vorherigen Selbstgespräch, und du gibst das jetzt normal gedacht 100 oder 1000 verschiedenen Menschen, Deutschen, die einen deutschen Zeitungsbericht aus einer Zeitung lesen, wo die Name Putin fallen oder der Name Biden fällt oder Habeck fällt oder Hitler fällt, egal welche Namen. Dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass jeder aus demselben Zeitungsbericht komplett andere Vorstellungen aufbaut. Der eine wird innerlich Beifall klatschen und der andere wird entsetzt sein, wenn er das liest. Das sind die ersten zwei Seiten. Die größere Frage ist, wer denkt sich diese zwei Seiten aus? Du kannst dich jetzt dabei beobachten, mit welcher Seite du sympathisierst, welche dir logisch erscheint. Natürlich deine Auslegung. Wie kann man das so sehen? Jetzt kommt das schöne Spiel, dass ich dir gleich sage, was zur Zeit in deiner Traumwelt abgeht. Und ich sage immer wieder, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Reduziere mir das auf eine Prüfungswelt. All diese ganzen medientreuen Schwätzer machen nichts anderes, wie die Nazi-Mitläufer im Dritten Reich, dass du dir in deiner Märchengeschichte ausdenkst. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht war, das ist dasselbe. Das Thema ist der blinde Hörigkeit an irgendwas, was man Autoritäten zuspricht. Autoritäten sind auch Ärzte, Virologen, Physiker, Astrophysiker, Mathematiker, die schauen wir uns jetzt dann gleich an. Dir sollte eins klar sein, diese Menschen, die in dir auftauchen, in deinem Traum, diese Antagonisten, rezitieren eins zu eins das, wenn wir die uns jetzt als normale Menschen ausdenken, wie du, wie sie programmiert wurden in Elternhaus und in Schule. Selber denken ist offensichtlich nicht gefragt. Du meinst, du kannst selbst denken, als träumender Geist denkst du zwar, ich sage, deine momentane Stufe, deine Entwicklungsstufe ist, du bist ein träumender Geist. Das ist natürlich jetzt was Ausgedachtes, da bin ich auch wirklich überreichlich drauf eingegangen. Das Symbol besteht darin, dass du ein absolutes Nichts bist, das träumt, aus sich selber Bilder, Vorstellungen aufbaut, und du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Alles, was du träumst, ist ein Dasein-Müssen. Es wird für dich so sein, wie du es träumst, und jetzt streiche das Wort Träumen und setze dafür das Wort Denken. Alles, was du denkst, du bist als Denker, bist du der Schöpfer, sprich der Gott für alles, was du denkst. Du erschaffst durch Denken in dir Informationen. Ja. Das ist hundertprozentig. Ja. Wenn du das Wort Putin jetzt liest, ist es ein Reizauslöser, ein Ordner, dann wirst du in dir eine Vorstellung aufbauen, und du kannst dir jetzt einfach bewusst machen, wie du dir den Putin ausdenkst. Ja. Jetzt ist die Frage, hast du den jemals auf der Brüssel-Ebene getroffen, diesen Mann gesprochen? Oder konstruierst du nur vom Hörensagen, dass du was nachisst, was andere dir von ihm erzählen? Dann kannst du aber in deine Medien gehen oder in die alternativen Medien gehen, und dann wirst du feststellen, das sind zwei Seiten da. Du darfst niemals den Fehler machen, zu sagen, eine Seite stimmt und die andere Seite stimmt nicht. Jetzt hast du nämlich mein Dassen-Beispiel nicht verstanden. Ja. Eine Diskussion, ob die Dasse an einem Hängel rechts, links, in der Mitte oder kein Hängel dran ist, ist eine Demonstration von Geistlosigkeit. Weil du eigentlich gar nicht weißt, was das höhere Thema ist. Zu behaupten, dass ein Auto ein Motor ist, aber kein Getriebe oder kein Kabelstecker,
dann hast du das Prinzip der Kollektion, ich sage einfach mal der Ordner, in dem sich Bilder befinden, wo du einzelne Bilder herausholst, Facetten herausholst. Dich muss der Ordner interessieren, der im Hintergrund steht. Genau. Das ist das neue Prinzip des Denkens. Ja. Dasselbe gilt für alle Bereiche, auch zum Beispiel für die Philosophie. Das sind immer so Kleinigkeiten, wenn ich die Demokratie spreche. Das sind Sachen, jetzt bewusst ausgedacht, habe ich da vor 30 Jahren schon darauf hingewiesen, wenn du Philosophie studiert hast. Wir gehen aber ganz einfach, wir denken uns jetzt, wir zwei, ich und du, wir denken uns jetzt einmal in Deutschland aus. Das ist jetzt, Deutschland ist nur ein Wort. Mhm. Was für ein Bild machst du bei Deutschland? Du merkst, du kannst doch kein Bild machen. Du kannst das Wort Deutschland hinschreiben. Das ist aber nicht Deutschland. Du kannst da Flagge hinmachen. Du kannst irgendwie eine Landkarte dir zeigen. All das, was du siehst, ist nicht das, was du glaubst. Mhm. Es sind Symbole. Auf jeden Fall, wir denken uns jetzt ein Deutschland aus mit Universitäten, mit Philosophieprofessoren. Die lehren ihre Schüler, die programmieren praktisch die kleinen Geister, die kleinen Computer waren programmiert und das, was einprogrammiert wird, dieses Programm läuft dann an Vorstellungen. Okay, wir gehen nochmal in den Bereich der Philosophie und ich spreche jetzt einmal das Wort Sokrates aus. Das müssten wir fast kurz hersuchen. Obwohl, das kannst du selber machen, wenn du da reinschaust. Dann Politikos, der Staat und in den Eltern-Selbstgesprächen und den Büchern weise ich immer wieder darauf hin, die größte Falle, die es für die Menschheit überhaupt gibt, die Menschheit, die wir uns denken. Was ist die Menschheit jetzt? Einfach nur ein Gedanke. Kann es für einen Gedanken eine Falle geben? Der ist da, es ist eine gewisse Vorstellung, dann ist er wieder weg. Du musst zuerst erkennen, dass alles wirklich ganz anders ist, wie du es bisher geglaubt hast. Und das hat nichts mit einem blinden Glauben zu tun, sondern du kannst dir als Geist bewusst machen. Darum rede ich jetzt nur mit einem Geist. Und das Wort Geist als Ding an sich ist etwas, was nicht existieren kann. Ein ausgedachter Geist ist was Existierendes. Geist ist ewig. Das ist ganz wichtig. Du bist ewig. Du bist ohne Anfang und Ende. Und was du erlebst, das ist wie ein träumender Geist, den wir jetzt natürlich setzen müssen. Den müssen wir uns, wir wirklicher Geist, ja ausdenken als Symbol, Symbolein, als ein in sich zusammengeschmissenes Einheit, ein Universum, ein in eins gekehrtes, ein Meer, aus dem Wellen auftauchen, die wieder in das Meer hineinfahren. Das ist übrigens auch in den Physikbüchern. Immer da kommt dieser Widerspruch. Du wirst nie hören, dass ich behaupte, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, nicht wie ich, dick, sprich im Zentrum wäre, im Mittelpunkt wäre. Mhm. Spitzt sich alles in einen einzigen Punkt ab, den wir All oder El nennen, im Hebräischen ausgesprochen spricht man das El aus, also 1,30, das ist Gott und das heißt auch nichts. Aus diesem Nichts entspringt alles und kehrt auch wieder in das Nichts zurück. Und das, was aus dem Nichts entspringt, ist La, das ist alles. Mhm. Dieses Spiel zwischen Nichts und Alles. Mhm. Die Physiker nennen das Energie, genau genommen E². Mhm. Man kann es auch das rote Licht nennen. Ja. Die Kraft, das Nicht-Existierende im Hintergrund oder Geist. Geist ist E². Die sich ständig in eine andere Form von Energie umwandelt. Das ist der träumende Geist. Ja. Jetzt ist es eine Philosophie anzusprechen, die Demokratie. Es gibt keinen, wenn du Philosophie studiert hast und ich reduziere das, du musst nicht einmal der Philosophieprofessor sein. Ich behaupte, dass jeder jetzt in deinem ausgedachten Deutschland, jeder dieser Menschen, die zumindest Abitur haben, dass das im Abiturwissen wird laut und stark angesprochen. Das ist jetzt kein hochstudiertes Wissen. Um was geht es in dem Staat? Da geht es zum Beispiel um Menschenführungssysteme. Da wirst du feststellen, dass Demokratie das Zweitschlechteste, das kommt gleich sofort nach der Tyrannei. Es ist die größte, Udo sagt immer, die größte Arschlochkarte, die es überhaupt gibt. Absolute Vollidioten dürfen mitbestimmen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und es sollte eigentlich jeder gebildete Mensch, sollte das wissen. Jetzt zeige mir deine von dir jetzt ausgedachten Philosophieprofessoren an die Schulen, wieso weisen die Menschen nicht darauf hin? Wie kann es überhaupt sein, dass hier ein Staat geführt wird, der sich hochgeistig nennt, das Land der Dächter und Dinge und dass das demokratisch ist? Jetzt muss man natürlich hier einen Riesensprung machen und es geht nur mit Holofeeling. Was sind die Menschen jetzt? Die Menschheit, die Enosche, sind sterbliche Säugetiere. Von Säugetieren darfst du nichts erwarten. Holofeeling geht es um Geist. Du bist Geist und ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist. Ich erkläre es einen Geist und Geist ist niemals irgendein Gedanke, den du denkst. Ja. Das sind deine Informationen, die unterliegen einem ständigen Wechsel. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das heißt, wenn du Geist, sprich bewusst
sein bist, kannst du alles, was ich dir sage, mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen und auf der Bröselebene jetzt, vom Brösel zu Brösel, wie ich das nenne, wenn das irgendeiner nicht wahrhaben will, egal ob du das definierst, das sind meine Kinder, das ist mein Vater, das ist meine Mutter, das sind deine Hausgenossen in der Bibel, auf die ich dich als Christus hinweise. Wenn du deinen ausgedachten Vater, deine Mutter, deine Kinder mehr wert ist wie ich, ich behaupte, dass ich du bin, wie du selbst. Mhm. Ein Denker ist immer, jetzt ein ausgedachter Denker ist immer viel mehr Gott, wie irgendein Gedanke, den er denkt. Selbst ein ausgedachter Gott ist einfach nur ein Spritzer, der rausspritzt und wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Genau. Können dir so viele Sekten machen, die dir beweisen, dass Gott existiert. Nicht einmal das Existierte, das heraus. Gott ist der, aus dem alles heraustritt. Creator ex nihilo. Da sind wir tausendfach drauf eingegangen. Und diese Philosophie, um das kurz abzuschließen, in diesem klassischen griechischen System, das sind Märchengeschichten, beginnt das ganze Spiel zuerst einmal in der Tyrannei. Wenn man auf der unteren Seite oder obere, das können wir mal austauschen, wir wissen das. Und das ist also hier die Aristokratie. Die Aris, wir sind wieder bei dem Ari. Die Aristokraten sind in diesem griechischen System nicht zu verwechseln, jetzt wenn du an Grafen oder Barone oder Könige denkst. Mhm. Sondern das ist diese Bevölkerungsschicht, das sind die Aris, die Arier, die sich hier um alle kümmern. Die sich selber total zurücknehmen. Das ist, wer die eigentliche Regierungsform ist, diese Aristokratie. Eins drüber wäre jetzt noch die klassische Monarchie, ich könnte jetzt einfach sagen, die Vaterherrschaft, dass ein König da ist, der seine Untertanen so betrachtet, wie du jetzt deine eigenen Kinder betrachtest. Mhm. Ein wirklicher Vater würde hungern, dass seinen Kindern gut geht. Er setzt sich ganz hinten an. Das heißt, das ist ein König, der alles tut, dass in der Summe den Eigenschaften seinen Kindern, sprich seinen Bürgern, möglichst gut geht. Das ist der höchste Stand an einer königlichen Familie zu führen, dass das Volk Kinder Gottes wird. Mhm. Dann kommt die Aristokratie und diese Aristokraten sind nicht welche, die sich besser machen und in Schlösser leben, sondern das ist jetzt dieser Politikos. Das sind eigentlich Menschen, die sich ganz hinten anstellen, aber auch nur für das Volk, dass denen ihr Bestreben ist, dass ihren Mitmenschen möglichst gut geht. Mhm. Wenn jetzt ein Politiker das wirklich anstreben würde, habe ich schon gesagt, dann würde er erst einmal sein eigenes Einkommen ganz unten ansetzen, weil du brauchst, wenn du in deiner Arbeit, in deiner Berufung aufgehst, legst du keinen Wert auf Freizeitgestaltung. Es muss zum Essen, zum Trinken da sein, Unterhalt da sein, das ist eh da und alles andere. Hast du gar keine Zeit dafür, weil dann gehst du in einen Fulltime-Job auf. Ja. Dann würdest du dir dein eigenes Gehalt ansetzen an den Mindestgehalt, das du deinen Bürgern, dass du sagst, ich will nicht mehr wie der, der am wenigsten hat. Mhm. Wenn ich meine Arbeit gut mache, kriegen die mehr. Jetzt immer noch in dem Gelddenken, das fällt dann sowieso weg. Dann soll ich auch mehr haben. Ich sehe eigentlich an meinem eigenen Lohn, ob ich meinen Job gut mache oder nicht gut mache. Ja. Und dann kommt dazu Demokratie, die Oligarchie, das sind dann die Stufen, das musste ich halt einmal reinlesen. Ich darf die Worte nicht unbedingt, dass dann plötzlich die Reichen das Sorgen kriegen, das nur noch um Geld kriegen. Und dann landest du ganz unten, dann kommt erst die Demokratie und dann wirst du merken, das ist dieses geistlose Nachäffen von Autoritäten, die Menschen bloß ausnehmen. Ja. Das ist dann selbst, wenn du einen Gewerkschaftsboss nimmst, in den großen Gewerkschaften in Deutschland, wenn du jetzt recherchierst, die du dir ausdenkst, die haben Gehälter wie Spitzenpolitik. Genau. Und die arbeiten für die Arbeiter. Mhm. Alles Verlogenheit. Da müsst wirklich sich einer hinstellen, sagt, ich will kein Geld, ich will einen Erfolg sehen, in dem es euch besser geht. Das ist mein Erfolg. Mhm. So wie ich als Brüssel-Ude wieder sage, ich lege keinen Wert darauf, dass du mir was gibst. Du bezahlst mich in dem Moment, wo dir dein Leben mehr Freude macht. Mhm. Das ist das, was ich anstrebe. Nicht einmal, dass du mehr Geld verdienst oder was, sondern dass du morgens aufstehst und sagst, du, ich bin wieder da, ich bin gespannt, was ich heute alles erleben darf. Genau. Den Punkt musst du kriegen, alles andere wird unwichtig. So, und jetzt kommt dieses Nachäffen. Das ist ein Spiel, das spielst du alleine. Du musst auch keinen überzeugen. Ich sage das immer wieder, du kannst nirgends eintreten, das hat auch nicht mit Geld zu tun, sondern halte dich an das, was ist. Da gibt es nur einen Weg in die Freiheit, dass du jeden Moment schaust, was ist jetzt da, wenn du zum Beispiel eine Zeitung in der Hand hast. Du musst dir einfach bewusst machen, das ist jetzt ein Fetzen wie auf meiner VR-Brille, wie ich nenne, eine sinnlich wahrgenommene Information und ich kann mir jetzt voll bewusst machen, was mache ich aus den Worten, wenn ich jetzt da irgendwas über Putin lese oder über Biden oder über Russland.
Das ist ja selbst in deinen Büchern, die ich dir jetzt aufgehen lasse, wenn du schaust, wer Grieche geführt hat, wer wirklich zündelt in der ganzen Welt diese Verlogenheit. Und jetzt komme ich hier zu dem Buddhin. Was jetzt denn fast den Boden ausschlägt für dich jetzt wieder zeitaktuell, vielleicht ist es Geschichte, hängt davon ab, wenn du da drauf drückst auf das Video, dann schmunzelst du mal, bin ich damals blöd gewesen. Diese westliche Presse mit dem Sprengen der Pipelines, wenn du jetzt recherchierst, ich mache, das hängt natürlich auch wieder davon ab, welches Programm du hast, was du glaubst, weil jetzt kommt ein eigenartiger Trick dabei, dass du ja deinen eigenen Glauben verwirklichst, schon immer verwirklicht hast. Das heißt, alles, was du glaubst, dass da außen ist, kannst du von dem reinen Gedanken auch realisieren in eine sinnlich wahrgenommene Information. Das heißt definitiv, du kannst das auch in einem gewissen Maß, solange du glaubst, es existiert da außen in einem mesokosmischen Bereich auf deine Farbbrille holen. Ja. Das heißt, es ist kein Beweis, wenn du ein Tiefgläubiger bist, dass du sagst, in Russland ist jetzt dieses mein Hühnerfarmbeispiel und du fährst jetzt dahin, was ja nur in einem Video spielst, dass wir aus dem Programm Bilder austauschen, dann wird das auftauchen, was du glaubst. Das beweist überhaupt nichts, wenn du das Gesamtsystem verstanden hast von Profilen. Ich habe das sehr, sehr perfekt eingerichtet. Was dir dabei überhaupt nicht nützt, sind Selbstlügen und Rechthaberei, sondern das schonungslose, neutrale Betrachten deiner Informationen. Das heißt, egal was in dir auftaucht, ist jetzt zuerst einmal. Es ist das, was es jetzt ist. Und dann kommen natürlich Wertungen, deine eigenen Wertungen und Wertungen von irgendwelchen Figuren, Antagonisten, die in einem Traum auftauchen, die sind dann auch, dann sind diese Wertungen da. Du sollst dich beobachten, wie du mit deiner Logik deine Wertungen oder die Wertungen anderer bewertest, ohne irgendeine Wertung zu werten. Du kommst aus dem System nur raus, wenn du vollkommen wertfrei bist. Die Mitte diskutiert nicht, ob jetzt hier eine Welle, ein Berg oder ein Dorn ist. Das muss jeden Moment in dir drin sein. Das muss dir bewusst sein. Das ist das Bewusstsein selbst. Und wenn ich jetzt hier die Medienpresse nehme, diese Leichtgläubigkeit, es ist derselbe Zustand, ich sage immer wieder dem Prediger, sprich das Buch Kodet lesen, es gibt nichts Neues in dieser Welt, es wiederholt sich bis in alle Ewigkeit immer dasselbe Spiel. Es dreht nur, wenn du chronologisch denkst, die Seiten. Wir haben eine Zeit, einen Wellenberg, der auftaucht, wo alle schreien Ausländer raus, dann kippt es um und dann schreien sie Ausländer rein und wir müssen ja helfen. Das ist immer nur dasselbe, das heißt, wenn die Nazis angeboten und dann sind es plötzlich die Neonazis, waren verteufelt. Es dreht sich immer nur die Polarität. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist, wer denkt sich das aus? Sind diese Gedankenwellen überhaupt chronologisch? Wechselt hell und dunkel eigentlich ab? Wechselt das Einatmen und das Ausatmen ab? Dann hörst du die vorhergehenden Selbstgespräche und du wirst begreifen, es ist immer jetzt. Es geht, hat nichts mit Vergangenheit und Zukunft zu tun. Da müssen wir jetzt in die Physik reingehen. Und jetzt kommt wirklich der Witz. All diese physikalischen Formeln in den Physikbüchern, in den Chemiebüchern beweisen dir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es genauso ist, wie ich dir das erkläre. Vorausgesetzt, du weißt auch, was jetzt da ist. Wir schauen uns dann mal Mathematikprofessoren oder Mathematiklehrer an. Das sind dieselben Schwätzer wie alle anderen. Sie erklären dir das, was man ihnen erzählt hat. Wenn du Deutsch machst, musst du wissen, es verändert sich ja ständig. Es gibt Bücher, da wird Deutsch mit DH geschrieben. Und das Wort Viech zum Beispiel bei Paracelsus, der Mensch ist ein Viech. Der schreibt nur Viech, ein Viech. Ein V, ich, ein bistabiles Ich. Der Mensch ist ein Viech. Du wirst doch wohl nicht glauben, nur weil ein Viech auf zwei Beinen rumläuft, dass es deshalb schon ein Mensch ist. Das sind Trockennasen. Von vernunftbegabten Menschen, das ist die maßloseste Selbstüberschätzung, die es überhaupt gibt, weil du feststellst, selbst deine Lieder äfft nur nach. Es geht um Status, es geht um Macht. Und wohlgemerkt, du träumst jetzt, es sind Antagonisten, es sind Märchenfiguren in deinem Traum und du hast es zu erkennen. Keine Schutzzuweisung. Du solltest dich da komplett davon lösen, irgendjemanden, den du jetzt, immer jetzt, versuche mal in 5 Minuten an jemanden zu denken. Es geht nur jetzt. Irgendjemand, den du jetzt denkst, vorzuwerfen, dass er ist und dass er genauso ist, wie er von dir gedacht wird. Dieser kleine Satz hat es voll in sich. Wiederhol den immer wieder. Du denkst jetzt an den Budin und du denkst dir, wie ist dieser Budin?
Der Putin, den du jetzt denkst, der wird genauso sein, wie du in dir denkst. Und jetzt streiche das Wort Putin und setze das Wort Hitler, setze das Wort Jesus Christus, setze das Wort Buddha, setze das Wort Kennedy, setze das Wort Biden. Du kannst jetzt jeden Namen einsetzen, den du willst. Setze deinen eigenen Namen ein. Und sobald du dann an den denkst, in Verbindung mit den Namen, wird der, den du denkst, genauso sein, wie er von dir gedacht wird. Genau. Und das macht dein Programm. Dein Schwamminhalt. Ja. Dieses Programm konntest du dir nicht raussuchen. Das ist der Trick. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Ich kann immer nur sagen, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild des dritten Jahrtausends. Es ist wie ein Quantensprung in eine vollkommen neue Dimension. Ja. Um diese Dimensionen geht es. Dass du zuerst einmal begreifst, dass niemals eine Welle, wenn wir das immer drehen, ich sage zuerst einmal hier, die longitudinale drehen wir in die Transversale und die Transversale drehen wir dann in die Z-Achse. Die Z-Achse ist ein Spiegeltunnel, erste Drehung, zweite Drehung, da wirst du feststellen, alles, was du dir jetzt vorstellst, was du dir ausdenkst. Und die Z-Achse ist jetzt voll drehbar. Die Z-Achse kann vor dir sein, die kann über dir sein, ja, die kann rechts. Egal, wie du das definierst, es sind Vorstellungen, zu denen ein diapositiv negativ Phänomen gehört. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt bewusst einatmest, das ist das Ausgedachte, das Existierende. Wenn du ausatmest, ist innen einatmen, das ist wieder diapositiv und hier negativ. Mhm. Wenn du dich jetzt gesund fühlst, bist du innerlich krank. Mhm. Wenn du dich jetzt krank fühlst, bist du innerlich gesund. Wie ist das zu verstehen? Ich müsste eigentlich zuerst einmal wissen, das hebräische Wort für krank, Cholera, heißt das Weltliche. Die weltliche Wahrnehmung. Wenn du um dich herum dich krank fühlst, die Welt um dich herum ist hochgradig krank, die ist zerrissen, krank ist nicht mehr eins. Mhm. Das ist aber doch deine Peripherie. Mhm. Die Welt deiner Gedankenwellen ist die Krankheit. Mhm. Dann musst du in dir gesund sein. Gesundheit ist eigentlich hier das Einssein. Aber bitte verwechsel das jetzt bitte nicht mit gut und böse oder richtig und verkehrt, sondern absolut wertfrei schauen. Eine Zerrissenheit erzeugt eine Vielheit und das Einssein ist die Einheit. Wir nennen das auch das Uni, das Eine, und das Versum, das Werdere, das in Eins gekehrte, das immer wieder Gedankenwellen aufschmeißt. Das ist das Denken. Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken und die Gedanken kommen aus dir. Du nimmst eine Form an. Das ist mein Symbol mit den 200 Gramm rotigen Ede. Ja. Jetzt auch wenn du dir was wünschst, denkst du dir was aus, das beginnt zu existieren und du redest dir ein, du hast es nicht. Wo du es besessen hast, bevor du dir es ausgedacht hast. Genau. Die Einheit, was du besitzt, ist Einheit, das ist Heiligkeit. Mhm. Die Heiligkeit ist zwischen gesund und krank. Und um dich herum ist zurzeit Krankheit, weil in dir die Gesundheit ist, weil ich in dir bin. Das ist wie wichtig, dass du das verstehst, dass wir immer das Zentrum sind. Egal, wie wir uns jetzt definieren. Es gibt auch ausgedachte Mittelpunkte auf einer Sphäre. Auch das wird überreichlich erklärt. Es geht um dieses prinzipielle Prinzip des Austauschens, dass du das chronologische Denken aufgehst und es beginnt einfach, indem du wertfrei schaust. Mhm. Die Frage, was richtig oder verkehrt ist, eine Kategorie-2-Frage, wie ich das nenne, oder irgendwelche Fragen, wie kann ich jetzt gesund werden, wann war der Krieg, wie kriege ich dieses? Also Fragen in Bezug auf irgendwelche Objekte, die du dir ausdeckst. Wann dir nie erklären, was du selbst bist. Mhm. Ständiges Streben nach Einseitigkeit, nach dem Richtigen, nach dem Guten, nach dem Gesunden. Ich sage immer wieder, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Frag am Bauern. Das sind die dümmsten Fragen, die es gibt. Was ist an einer Welle besser, der Berg oder das Tal? Mhm. Jetzt habe ich das natürlich erweitert mit deinem bisherigen Glauben und dem neuen Glauben mit Holofeeling. Auch da brauchen wir beide Seiten. Eine Seite kannst du überprüfen und die andere kann man nicht überprüfen. Mhm. Dein bisheriger Glaube baut auf Trugschlüssen auf blinden Glauben, das ist geistlos nachgeäfftes Wissen. Mhm. Wenn du in dem Jetzt bleibst, und jetzt schalte ich den Bildschirm nochmal schnell ein, dann haben wir es eigentlich schon, ich will da nicht so auch ausufern, da habe ich jetzt einige Videos aufgemacht. Das ist es wert übrigens, diese Sachen, hängt immer von der Interesse ab. Wenn ich jetzt diese Kleinigkeiten, diese Einträge mache, das heißt, du hast Recht, du wirst, solltest Recht haben, behältst Recht, bist rechtschaffend, das ist ja, da ist um diesen Wert 1978 gegangen, das ist der Startpunkt in diesem Video, wo es dann hast, die Multipolarität ist der richtige Weg.
sagt der Bud, in dem wir uns ausdenken, das Pixelmännchen. Immer dran denken, da ist niemals irgendetwas da außen passiert. Du träumst jetzt. Da hat es nicht irgendeine Konferenz gegeben in Moskau. Das sind alles nur Gedanken, das sind Interpretationen von Worten. Ja. Wenn etwas existiert, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Du erlebst nur deine eigenen Informationen, egal wo du dir das jetzt Gedachte räumlich oder zeitlich hindenkst, das ist hier und jetzt deine Information. Ja. Wenn du das nicht akzeptieren willst, ich wiederhole das tausende Mal, ich sage einen einzigen Satz, wenn du verstanden hast von mir, wirklich verstanden hast, hast du alles verstanden. Weil die sich gegenseitig bedingen. Und jetzt haben wir hier dieses Wort mit diesem Recht, du hast Recht, da steht der Zadig. Und jetzt haben wir schon wieder das Rechte, das Richtige, die GE-Quadrat-Gemeinschaftstreue, die GE-Quadrat-Rechtigkeit. Und ich spreche jeden und allen frei, weil ich über das Bewusstsein verfüge, ich UB, Jupiter. Und da haben wir ja dieses letzte Selbstgespräch, Arne, da ist UB, das ist JCA und das ist ICA, das bist du. Und das ist astrologisch, der Jupiter. Und ASDR, wissen wir, wird man als Ester aussprechen. Das heißt, das ist der Geist, in dem ich mich versteckt habe, ich UB. Ja. Das ist das Astrologische. Wir haben dann natürlich auch noch den symbolischen Gott Jupiter. Das ist dann komischerweise dieser Geist, der sich öffnet. Das ist Gott, das ist der Glücksgott. Das ist auch Jupiter. Der bezieht sich aber jetzt auf den Gott Jupiter. Da gibt es keinen Zufall im klassischen Sinne, was dir zufällt. Das kannst du komplett vergessen. Es ist eine Matrix, wo alles bestimmt ist. Alles, was du noch tust, wie du reagierst, wie du jetzt auf Holofeeling reagierst, wird deine maßgeblich deine Zukunft bestimmen. Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. So, das ist einmal dieses Spiel und darum heißt es auch die Korrektheit, die Gerechtigkeit und Gerechtsein. Wenn der Mensch den wahren Zadig, und jetzt habe ich das rot-blau geschrieben, neu steht, das heißt der heilige Gerechte, bedeutet die absolute Gerechtigkeit und das göttliche System ist absolut gerecht. Ich wiederhole, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Es wird für dich alles genau so sein, wie du dir das denkst und wie du dir das selbst glauben magst. Und wenn für dich der Budin ein Böser ist, der Budin, den du dir ausdenkst, dann denkst du dir einen bösen Budin aus und dieser Budin, den du jetzt denkst, ist böse. Und wenn es für dich ein guter Budin ist, dann denkst du dir einen guten Budin aus. Darum geht es in Holofeeling aber nicht. Auch wenn das jetzt oberflächlich den Eindruck macht, als wenn hier Holofeeling ein Budin-Fan wäre. Budin ist eine Märchenfigur in deinem Traum. Und ob der gut oder schlecht ist, das bestimmst du. Aber wenn du zuhörst, ich sage immer wieder, wenn du zuhörst, was der spricht und dann hör deinen deutschen Politikern zu, dann wird es dir schwindelig. Es sind Schwätzer. Es ist die primitivste Form von Mensch, von Geist, ist zurzeit die deutsche Politik, die Politiker des Landes, der Dichter und Denker und die große Masse, die hier nachäffen, weil sie meinen, sie gehören zu den Gutmenschen. Es ist die totale Demonstration von Geistlosigkeit. Übrigens auch das hier. Wenn wir jetzt hier reingehen und wir hören uns Vorlesungen an von Professoren, die dir irgendetwas erklären. Und jetzt soll man so sagen, zum Beispiel, was ist die erste Primzahl? Ist jetzt 1 eine Primzahl? Ja oder nein? Ich könnte zum Beispiel auch sagen, schreiben jetzt Deutschland mit DH vorne oder mit einem weichen D. Das Interessante ist, für dich ist das hundertprozentig sicher, was man dir in der Schule beigebracht hat. Aber dass sich das immer ändert, ständig ändert von Jahrhundert zu Jahrhundert und bitte jetzt nicht chronologisch denken. Oder ist jetzt hier 1 gleich 0? Ist das gleich 0? Oder ist 1, 2, 3, 4, 5, 42? Oder minus 1 Zwölftel? Ich zeige dir Videos von Mathematikprofessoren, wo der eine sagt, das ist 42 und rechnet dir das vor. Und ich zeige dir, dass es dann 1 Zwölftel ist und noch alles Mögliche. Oder ist jetzt hier zum Beispiel Riemanns Gleichung ist Pi minus mal minus ist gleich Pi, das Paradoxon oder unendlich mal unendlich ist gleich Pi und dann kann ich dir das vorrechnen. Wo liegt eigentlich das Problem? Es macht dann doch total Curry. Ich sage, weil die alle nochmal rechnen können. Das eigentliche Rechnen ist unendlich primitiv, das ist Plus und Minus. Und das kann ich noch erweitern, im Multiplizieren und Dividieren und im Wurzel ziehen, beziehungsweise im Potenzieren und Wurzel ziehen. Und das war's dann. Und alles, was darüber hinausgeht, diese Unterformen sind geistlose Hirnwichsereien, die in Sackgassen führen.
beginnend, weil wir den Wurzelbegriff aus den Augen verloren haben. Und dann kriegst du von den ganzen Leuten, und die schauen uns jetzt ganz einfach mal an, das ist ja hier, darum liebe ich diese populärwissenschaftlichen Videos oder diese Lehrvideos, das ist jetzt zum Beispiel hier Mathematiklehre, das Erste, was dir bewusst werden muss, ist schon das Wort Mathematik. Sie nennen sich selber Mathematiker. Und da bin ich überreichlich, immer wieder gehe ich darauf ein, wenn du hier ganz schlichtweg und einfach die Worte anschaust. Und das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Dann haben wir hier jetzt erst einmal das Mathe. Halt, sorry. Den brauchen wir hier. Ja. So, da ist das nochmal Matthias ein Fehler, Martia ein Fehler, ein Vergehen, vergeblich umsonst. Das ist in der Matik. Und dann haben wir hier unser Mathe. Mit dem hier. Mhm. Das ist das gelernte Wissen. Wo ist der Unterschied? Das Unterschied liegt in diesen zwei verschiedenen Neunen. Das heißt, Mathema, es kommt ja aus dem Sanskrit, wir müssten jetzt in den Sanskrit reingehen. Das heißt, das Gequirlte. Das Gequirlte Mist, was die von sich geben. Bin ich auch reichlich drauf eingegangen. Das gelernte Wissen, schlichtweg und einfach das gelernte Wissen. Zum Lernen gehöre ich, es hat was mit Lernen zu tun. Einfach nur, Mathesis ist das Lernen. Du lernst etwas. Irgendetwas. Das heißt, man erzählt dir etwas. Habe ich gehört. Lernen ist auch, wenn du Tageszeitung liest und irgendwas nachhörst. Einzeitig. Habe ich gehört. Das ist Lernen. Das ist das Mathe. Und dann haben wir den Mardikos. Das ist dieses andere Mathe. Mhm. Das ist fehlerhafter Fehler. Vergeblich, umsonst, ohne Erfolg. Wenn man die Grundradix von diesen Matt, das ist ja der Tode. Lass die Toten dörrig handeln. Mhm. Dörrig, nochmal. Bossen, Lügenträger. Törichter Rat, den Rat, den die sogenannten Mathematiker, die Fachleute geben, das ist die Ursprache, ist ein vergebliches Geschwätz, weil jeder einfach nur nachäfft, auch dass sie Affen sind. Einfach nur sterbliche Säugetiere. Keiner erklärt dir, dass du Geist bist, du bist ein ewiger Geist. Das wäre eigentlich der Akt, wo Pfarrer machen müssten. Gotteskinder, Adam. Also gut, wir hören uns mal so einen Mathematiker an. Und dann kommt immer wieder das Großmachen. Wir schauen mal hier die Euler-Riemann-Zeta-Funktion. Der Euler-Riemann hat auch für viel Chaos gesorgt mit seinen extremen strusen Thesen. 1, 2, 3, 4 ist gleich minus 1 Zwölftel oder was? Ganz kurz reinhören. So, wie kann denn da überhaupt eine Zahl rauskommen, warum ist das nicht unendlich groß, das sagen dann viele. Da muss doch 1 plus 2 plus 3 plus 4 Bündchen, muss doch unendlich groß werden. Wie kann da minus 1 Zwölftel rauskommen? Er wird dir das ganz genau erklären. Er spricht aber dann auch nochmal was anderes an. Das kann natürlich auch 42 sein. Mhm. Und das kann er dir auch erklären. Aber da musst du viel Hirnwichserei, du musst viel gelernt haben, du musst voll zugemüllt sein mit irgendeinem Mist. Was aber die eigentliche Lösung ist, dass du einfach jetzt Cut backst und du schaust, was da ist und dann hast du jetzt erst einmal einen Monitor vor dir, das könnte jetzt auch ein Fetzen Papier sein, wobei dieser Monitor oder der Fetzen Papier, der in einer gewissen Entfernung vor dir, von dir jetzt ausgedacht, eine sinnlich wahrgenommene Information ist, die mehr oder weniger, ich sage mal, auf deiner Verabrede erscheint, ist jetzt ja nur 1 plus 2 plus 3 plus 4 und du gehst davon aus, dass dieses Bündchen diese Reihe weiterführt bis ins Unendliche. Das ist aber eine Interpretation von dem, was jetzt da ist. Ja. Das, was jetzt da ist, ist einfach nur 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ja. Und in dem Moment, wo du dir das denkst, du reagierst auf dieses Bild, ich sage immer, du hast einen Reizauslöser und du reagierst mit deinem Intellekt und erschaffst einen Gedanken. Der ist übrigens auch da, wenn du den jetzt nicht bewusst denkst. Ich sage das eine Stufe, wenn du das jetzt nämlich siehst, denkst du nicht an die Reihe der unendlichen Zahlen, sondern du schaust es an und du glaubst es. Und erst wenn du dir das jetzt bewusst machst, ich sage, schau in dich rein, was du glaubst, dass dieses Zeichen, diese Stelle hier einfach bedeutet, das ist jetzt, diese Summe geht hier weiter bis ins Unendliche. Das machen die Bündchen. Das hast du gelernt. Du verwirklichst das mit deinem Wissen. Ja. Aber hör mal da weiter zu. Ja. Wie kann dann überhaupt eine Minuszahl daraus kommen? Das hat damit zu tun, dass
ihr oftmals nicht oder mittlerweile gar nicht mehr im Schulbereich über Folgen und Reihen sprecht und ihr davon ausgeht oder viele davon ausgehen, dass immer wieder wir davon ausgehen und viele davon ausgehen, dass man, wenn man eintippt, dass man ja irgendwann am Ende ist. Also man hat einen. Man achte auf die Physiognomie dieses Pixelmännchens, radebrechend, und ich kann dir gleich sagen, ich habe mit so vielen Professoren schon gesprochen, wenn ich so die Luft rauslasse auf ihrer Ebene, dass die genauso zum Katzen anfangen, dass ich sie nur darauf hinweise, was für ein Scheiß die rezitieren. Mhm. Dass ich sage, merkst du gar nicht, dass du dir widersprichst? Ich bringe immer wieder dieselben Beispiele. Dass Sachen, die so unvorstellbar klein sind, Millionstel Millimeter, und dann erklären sie dir genau, wie die aufgebaut sind, weil man das erzählt hat. Weil sie alles nur nachäffen. So, kannst du es überprüfen? Nein. Ja, die und das, wie hat man das entdeckt? Wie hat man eigentlich Wassermoleküle entdeckt? Jetzt sind solche Beispiele von mir. Ja, und jetzt pass auf, wie es da weitergeht. Eine endliche Rechenoperation, dafür gelten eben gewisse Rechengesetze. Aber gerade dieses Pünktchen, Pünktchen heißt. Welche Rechengesetze? Welche? Ich habe gerade gesagt, das ist wie mit den Rechtschreibregeln. Ja. Die, die man dir erzählt hat, und alle, die im Widerspruch zu denen. Deutsch schreibt man mit einem weichen D und nicht mit einem TH. Nur so hast du keine Lutherbibel lesen, weil der hat ja nicht einmal richtig rechtschreiben können. Ja. Andere Regeln. Ich mache es ja sozusagen, und ich tippe unendlich lange ein. Und wer weiß, welche Rechengesetze da gelten. Und da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das hier auszurechnen. Von Professor Lobischach, das verlinkt 42 raus dann? Denke ich mal unten drunter, da kommt glaube ich 41 raus, das ist auch ein ganz interessanter Ansatz. Und ich rate aber, es wirklich nur Studenten sich damit zu beschäftigen oder da wenn... Da musst du mindestens 3-4 Semester Mathematik studieren, weil sonst blickst du sowieso nicht durch. Diese ganze Hirnwichserei, Gödel, ihr bewundert Menschen, die eigentlich Gedankengänge, die übrigens alle ihren Sinn haben, aber einen ganz anderen Sinn, wie man die in der Schule erzählt. Werd doch einmal wieder ein ganz einfacher Denker, und der Denker ist, dass du einfach schaust, was ist jetzt da. Mhm. Das ist das Einzige, worum es geht. Auch hier diese Erklärungen, hier x plus 1, es gibt hunderte von Videos. 9 und so weiter. Oder etwas formaler ausgedrückt, 0, Periode 9 ist dasselbe wie die Zahl 1. So ziemlich jede Mathematikerin wird Ihnen das bestätigen. Mathematik, immer nur Mathematik. Mhm. Das gelernte Wissen, und dann prallen verschiedene gelernte Wissen aufeinander. In einem gewissen Maß bist du als Zeitungsleser, bist du einer, der lernt aus einer Zeitung, wo Behauptungen aufgestellt werden, die du einfach blind nachäffst. Und du wirst feststellen, wenn du eine israelische Tageszeitung liest, es geht schon bei Wikipedia los. Gib doch mal Palästina in unserem Wikipedia ein und dann gehst du ins israelische Wikipedia. Ja. Weißt du, wie viele Wikipedias das es gibt? Zum selben Thema, die kannst, ich habe da immer wieder drauf hingewiesen, da kannst du hier runterfahren, da gibt es übrigens dann noch wesentlich mehr, das sind alles eigenständige Wikipedias, alle Sprachen kannst du dann einstellen, und dann gibst du einen und denselben Begriff ein, hier zum Beispiel Upsa. Das wollte ich haben. So, und dann fahren wir hier runter. Da können wir das übersetzen. Und dann wirst du schon feststellen, dass hier das total auseinanderplätscht. Ja. Andere Meinung, andere Sachen. Ja. Hier alternativ dazu, wie gesagt, wenn ich jetzt hier dieses... Was, das ist übrigens ganz interessant. Das ist auch hier, was passiert, wenn man mit 0 dividiert. Wir hören uns nur den Schluss an, weil der so suffisant ist. Ja. Damit sind wir am Ende unseres Abenteuers. Hier ist nichts explodiert, sondern es ist alles implodiert. Es ist alles nur noch auf die Null zusammengeschrumpft. Und das war trotzdem noch in einem gewissen Sinne der vernünftigste Weg, eine Division durch Null zu ermöglichen. Also. Das ist hier... Das ganze Weltbild baut auf hier auf diesen Infinitesimalrechnungen, die sind immer Divisionen durch Null oder Multiplikationen, ergeben keinen Sinn. Und dein ganzes Weltbild, wie die Naturwissenschaft das konstruiert, ich sage im Anfang, war das Programm. Du lebst in einer Simulation, in einer Matrix. Mhm. All diese Naturgesetze wirst du feststellen, wenn wir die jetzt physikalisch uns anschauen, sind da Wurzeln drin. In den Planck-Konstanten sind Wurzeln drin, und Wurzeln hat immer Plus, Minus. Absolut gesehen, wo ist der Mittelpunkt, aus dem diese Wurzel, diese Urwurzel entspringt, und das bist du selbst. Das bist du für deinen Traum. Du bist der einzige konstante Parameter.
Das ist nichts. Dieser Geist, rot gelesen, dieser Adam, der jetzt träumt. Und nochmal, der Adam heißt eigentlich Denker und Ausgedachtes in einer vereinfachten Form. Und du bist weder der ausgedachte Denker, noch die ständig wechselnde Information, die dieser Denker, die er sich selbst ausdenkt, erlebt, sondern du bist als Geist, der Adam, der, der den Adam sich selbst als einen Adam, sprich als einen träumenden Geist, erschafft. Ja. Du bist ich. Ja. So beginnt das Spiel. Ja. Das wirst nur du selbst erleben, du Geist, der du mich jetzt sprechen, erst gleichgültig, wer du zu sein glaubst. Das ist nur dein Programm. Die kannst du austauschen. Du kannst auch mit anderen Programmen denken. Das ist jetzt die Sache. Setz dich doch rein. Ich sage jeden, den du bisher bekämpft hast. Hättest du den sein Programm, würdest du das vollkommen logisch ansehen. Das ist immer derselbe Geist. Ja. Das war es eigentlich schon. Das muss dir mal gesagt werden. Gut. Danke. Lass gut sein, lass das nochmal auf dich wirken und hör dir das wirklich, die vorhergehenden Selbstgespräche. Du wirst merken, es verändert sich unglaublich. Wenn ich hier zum Abschluss darauf hin, jetzt muss ich natürlich wieder auf Brösel zurückgreifen, die mir uns jetzt ausdenken, die seit 20 Jahren das machen, da passieren jetzt solche Wunder in einigen, diese Veränderung der Programme. Es ist immer dein Geist. Und ich sage dann immer, wenn das entsetzt, wenn du nicht mindestens 20 Jahre das intensiv studierst, macht Angst. Es ist schon in dir drin. Ich habe die Möglichkeit, es ist immer das Dritte. Ich kann es in dir freischalten, du wirst wach und es ist plötzlich alles ganz anders. Ja. Aber wach werden kannst du bloß jetzt. Nicht morgen oder übermorgen. In der Zukunft wird nichts passieren. Das musst du. Es macht auch keinen Sinn, dass du dich um morgen sorgst. Ich sage, sorge dich nicht um morgen, weil wenn du dich jetzt um morgen sorgst, sorgst du dich um etwas, wo nie was passieren wird. Ja. Du versaust dir damit das Einzige, wo alles passiert, nämlich das ewige Hier und Jetzt. Und Patch. Patch.